und Freunde, Mitstreiterinnen und Mitstreiter gegen das THG, liebe Kolleginnen und Kollegen, Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, 5 Jahre mit diesem THG sind genug. Und ich betone, mit diesem THG. Wessen Ton der Gefahr? Am 20. Juli 2021, 2 Tage vor dem 5. Jahrestag des rechtsterroristischen OEZ-Anschlags, wurde die Novelle des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes im Landtag neu gefasst. Anlässlich dieses Beschlusses hält Innenminister Herrmann eine Lobrede auf die neue Verschärfung und blickt für die politische Begründung der autoritären Neufassung des PAGs seit 2017 5 Jahre zurück. Herrmann erinnert in seiner Rede 2016, Zitat, erschüttern mehrere schreckliche Taten Bayern, Deutschland, Europa und die Welt. Zitat Ende. Herrmann benennt dabei die islamistischen Anschläge in Nizza, Würzburg, Ansbach und dem Breitscheidplatz als traurigen Höhepunkt sowie den, Zitat, Amoklauf am Olympia-Einkaufszentrum. Zitat Ende. Das sollen die neuen Gründe des PAGs sein. Das sind die Gründe für das neue PAG. Und so leitet der Innenminister Herrmann der in dem Zentrum des neuen PAGs stehenden Begriff der drohenden Gefahr her. Und genau in diesem Begriff, wie wir wissen, wie euch sicherlich allen bewusst ist, liegt diese Immensität der Gesetzesänderung. Im juristisch völlig und politisch völlig dehnbaren Begriff der drohenden Gefahr. Wer und was ist drohende Gefahr? Wir sehen es in der aktuellen Anwendung des angeblich terrorismusbekämpfenden PAGs. Nach den durch CSU, AfD und anderen rechten Diskurstreibern geführten Debatten werden Klimaaktivistinnen drangsaliert. Zynismus off. Aber lasst uns nochmal zurückblicken, so wie es Herrmann in seiner Rede tut. Herrmann hält diese Rede also am 20. Juli 2021, nur wenige Monate nach den rechtsterroristischen Ermordungen in Halle, in Hanau, Halle, Wiedersdorf und Kassel. Und ich frage nochmal, wer und was ist die drohende Gefahr in diesem Land? Herrmann hält diese Rede nur 2 Tage vor dem rechtsterroristischen Anschlag am OEZ, den Herrmann hier gezielt als unpolitischen Amoklauf verharmlost, obwohl er bereits 2019 nach den langen Kämpfen der Angehörigen, Überlebenden und ihren Verbündeten durch Gutachten als rechtsterroristisch bewertet wurde. Es waren die polizeilichen Ermittlungsbehörden, die nur wenige Stunden und Tage nach der Tat entschieden, das Bild des psychisch erkrankten und gemobbten Einzeltäters in den Vordergrund zu stellen und die rassistischen Bekennertexte des Täters und seinen Bezug zum internationalen Rechtsterrorismus zu verschweigen. Und wenn wir schon am Zurückblicken sind, erinnern wir uns doch bitte an die Skandale und Zustände in der Polizei um 2017 und 2018, welche zu diesem Zeitpunkt also die Deutungshoheit über den Begriff der drohenden Gefahr bekommen. 2016 und 2018 wurde die bundesweite Organisation von unter anderem Beamtinnen aus den Sicherheitsbehörden im sogenannten Hannibal-Komplex bekannt. Ihr erinnert euch sicherlich an die investigativen Recherchen der TAS. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Franco A. und an das UNITA-Netzwerk, das sich auf den Umsturz des politischen Systems an einem Tag X vorbereitete und hierfür die Liquidierung von Linken und anders politischen Gewissen plante. Es wurden Safehäuser, Waffen, Munition, Leichensäcke und Kalk besorgt. Und ihr erinnert euch bestimmt an den NSU 2.0 und die vielen enttarnten rechten Chatgruppen, auf die ich jetzt an dieser Stelle nicht eingehen kann. Wer ist drohende Gefahr? Und um es auf den Punkt zu bringen, die drohende und mörderische Gefahr dieses Landes wird sicherlich nicht mit dem PAG aufgehalten. Und genau gegen diese gezielte politische Ignoranz rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, gegen das Verdrängen der Erinnerung, gegen die Ermöglichungsstrukturen von rechten Terror, kämpfen wir als Initiative München erinnern.
Und deswegen halten wir hier und heute auf dieser Demo gegen das Polizeiaufgabengesetz eine Rede. Denn insofern bedeutet, gegen das bestehende PAG zu sein, auch sich gegen diesen politischen Kurs der Ignoranz zu stellen und solidarisch an der Seite der Angehörigen und Überlebenden zu kämpfen. Ich bitte euch deswegen alle wirklich inständig, kommt am 22. Juli für den 7. Jahrestag des OEZ-Anschlags in rund einem Monat also zusammen mit uns auf die Straße. Wir werden uns um 14.30 Uhr versammeln zu einer Demonstration am Mosacher Bahnhof und laufen dann zum Denkmal am OEZ, wo um 17.30 Uhr das gemeinsame Gedenken der Familien, Überlebenden und dem Bürgermeister stattfinden wird. Dann werden wir gemeinsam, wie auch heute, die Erinnerung an die 9 Ermordeten des OEZ-Anschlags lebendig halten. Deswegen, ja. Deswegen bitte ich euch auch jetzt könnt ihr wieder aufwachen und ich bitte euch wirklich, diese Erinnerung lebendig zu halten. Ich werde jetzt die Namen der Ermordeten rufen und ich rufe nur den Namen und ihr wiederholt bitte den Namen und fügt ein Erinnern hinzu. Also zum Beispiel, ich rufe Amela und ihr ruft Amela erinnern. Amela! Amela erinnern! Can! Can erinnern! Diamant! Erinnern. Giuliano. Giuliano, erinnern. Hüseyin. Hüseyin, erinnern. Roberto. Roberto, erinnern. Sabine. Sabine, erinnern. Selçuk. Selçuk, erinnern. Sevda. Sevda, erinnern. München, erinnern. München, erinnern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, eigentlich wollte ich was ganz anderes sagen, aber wie ihr jetzt vielleicht mitbekommen habt, bin ich gerade von der Polizei hier ein Stück abgeführt worden und ist etwas, was ich euch zeigen wollte, beschlagnahmt worden und sage und schreibe, ist dies, ihr hört jetzt richtig, zu meinem Schutz geschehen, dass das beschlagnahmt worden ist. Ich habe vor 5 Jahren bei unserer Demonstration gegen das Polizeiaufgabengesetz auch für die Gewerkschaften geredet. Und wo ich diese Rede noch jetzt nochmal gelesen habe, habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich die eins zu eins nochmal halten, weil nichts hat sich zum Positiven geändert, ganz im Gegenteil. Gerade wir als Gewerkschaften sind verpflichtet, sich politischen Entwicklungen entgegenzustellen, die die ganze Gesellschaft berühren. Das ist eine Entwicklung, die der Georg Benz, Vorstandsmitglied der IG Metall, 1966 im Kampf gegen die Notstandsgesetze mit folgenden Worten beschrieben hat. Die Gefahr, die uns droht, ist der totale Staat im Gewande der Legalität, die Diktatur hinter der Fassade formaler Demokratie. Genau das erleben wir. Dem Staat und seiner Polizei soll so viel wie möglich erlaubt werden gegen uns. Und das steht nicht nur auf dem Papier. Das ist, und das haben wir ja gerade in den letzten Monaten erlebt, wird Tag für Tag mehr von den Paragraphen zu unserer Wirklichkeit. Verdi München hat deswegen auf seiner Bezirkskonferenz im November noch einmal einen einstimmigen Beschluss gefällt, und ich zitiere auch den: Verdi protestiert mit aller Entschiedenheit gegen die 30-tägige Präventivhaft von Umweltaktivisten, die dafür 2017-18 geschaffene Gesetzesgrundlage muss wieder aus dem Polizeiaufgabengesetz entfernt werden. Ja.
war damals die Forderung von Verdi München und sie bleibt es. Gut so, sagt Verdi München. Denn nichts geschieht hier gegen andere, was nicht auch uns auf den Plan rufen muss. Kurz hier zum Paragraph 129 kriminelle Vereinigung, der jetzt hier vom bayerischen Boden aus in der ganzen Republik zur Anwendung gekommen ist. Seine Geschichte, seine 152-jährige Geschichte ist, dieser Paragraph ist genau entstanden im Kampf gegen die erwachende Arbeiterbewegung und ist vor allem in seinen 152 Jahren gegen die Arbeiterbewegung und gegen demokratische Bewegungen eingesetzt werden. Und völlig zu Recht fordert der Herr Brandl in der Süddeutschen Zeitung, dieser Paragraph muss ersatzlos weg. Und den Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern hier sei gesagt, kaum streiken wir, da kommen doch schon die Unkenrufe von den Kapitalistenverbänden und von der CSU, dass das Streikrecht geschliffen werden müssen. Mensch, Leute, wir sind doch nicht blöde. Wir wissen, was hier läuft. So, und was hier läuft, das habe ich jetzt eben am Dienstag und gerade jetzt noch mal erfahren. Kurz zur Geschichte. Sicherlich waren viele von euch auch auf der Solidaritätskundgebung für die Bücherlesung in Bogenhausen, am großen Kavaliersplatz. Ja? Wir vom Arbeitskreis gegen Rechts haben mich dazu aufgerufen von Verdi, waren auch dort. Und als der Günther Wangerin und ich gerade auf dem Weg waren, weg von der Kundgebung, hin zu unserem gewerkschaftlichen Arbeitskreis, in unserem Gewerkschaftshaus, da stürmten plötzlich zwei ziemlich gut ausgestattete Polizisten auf den Günther los, packten ihn links und rechts, um dann noch die eigentlich ziemlich unnötigen Worte zu sagen, jetzt kommen Sie mal mit. Ich habe versucht, dagegen irgendwie harmlos einzuschreiten. Da wurde mir die Verdi-Fahne weggerissen, mit dem Ellbogen und Stoß gegeben und der Günther wurde weggeschleift. Hinterher haben wir erfahren, was der Grund dafür ist. Ein Plakat von Günther. Ein satirisches Plakat, wo man den Hitler gezeichnet sieht, winkend, eine Sprechblase. Ich war nur kurz mal weg. Hallo Freunde. Hallo, ja genau, hallo Freunde. Ich war nur kurz mal weg. Darunter Welt-AfD, so in Rautenschrift, Alternative für Deutschland. Ja. Das hat die Polizei auf den Plan gerufen und hier einen Anfangsverdacht des Paragraph 86a gesehen. Da war kein Hakenkreuz drauf. Nichts in dieser Richtung. Irgendwie. Das ist völlig absurd. Währenddessen auf der Bühne von der AfD AfDler den Hitlergruß gezeigt haben und die Polizei hat nichts unternommen. Ja, liebe Leute, und eigentlich wollte ich euch hier jetzt dieses Plakat zeigen. Und ich hatte es in meiner Tasche. Und wie ich nur eine Probe gemacht habe, ob man das Plakat eigentlich bis da drüben und bis da drüben sieht, da habe ich mit meiner Genossin Lena gemacht, diese kleine Probe. Das hat die Polizei gesehen und kam dann zu mir, sie wollen meine Personalien haben. Nur gut, okay, ist wie es ist. Jetzt wurde ich nochmal geholt, sie wollen nicht nur meine Personalien, sie wollen das komplette Plakat. Ja. Jetzt haben sie das Plakat, ich habe mal wieder ein Beschlagnahmeverzeichnis, der nichts Neues. Und ich kann euch alle nur aufs Internet verweisen,
Da werdet ihr dieses Plakat finden und da könnt ihr es euch anschauen und euch selber davon überzeugen, wie auch die Anwältinnen, die jetzt mit dabei waren. Es ist völlig absurd, hier einen Paragraph 86a zu konstruieren. Aber genau das geschieht. Und genau das geschieht mit der kriminellen Vereinigung gegen die letzte Generation. Und dies alles muss uns auf den Plan rufen. Und jetzt verkürze ich mal, ich hätte ja nur so viel zu sagen. Aber jetzt verkürze ich an dieser Stelle und sage, lasst uns das mitnehmen, was heute hier geschehen ist. Lasst uns das mitnehmen und lasst uns hier eine heiße, eine echt heiße Demonstration machen. Danke euch. Ganz auf die Straße mit dem Mob. Ich und meine Kellex haben Gästeliste plus. Doch das war gelogen. Meine Hautfarbe bleibt hin, bis du das Blaulicht siehst und brennst. Verführende Nazi-Braut, wie ich das so benehmen, wird ihr dabei euch. Wer frei sein will, darf nicht gehorsam sein. Wenn die Regierung, die ihre Bevölkerung ausspioniert und überwacht, sie einschüchtert und Kritiker völlig grundlos schikanieren und willkürlich wegsperren lassen kann, sie also in ihren Grundrechten beschneidet, hat nichts Gutes vor. Wer überwacht die Überwacher? Wen rufen wir um Hilfe, wenn die Polizei von der Regierung missbraucht und mittels falscher Anschuldigungen und Verdächtigungen auf Unschuldige gehetzt wird?